Diese Musik müsste ich eigentlich bringen, wenn ich irgendwie in so einem Keller Rohre verlege oder so. Also dieser komische Mario-Luigi-Film, Super Mario-Film, den sie da in den 90ern rausgebracht haben, der war eigentlich unglaublich schlecht. Also der hat richtig, richtig negative Kritiken gekriegt. Aber als der auf Netflix rauskam, hatte der irgendwie richtig hohe Quoten. Weil wenn du den, wenn du vorher das Spiel kanntest und dann den Film geguckt hast, dann war das einfach eine Enttäuschung. Muss man auch heute noch sagen. Ready Player One ist ein guter Film. Mhm. Da kommt am Anfang auch Minecraft kurz drin vor. Lol, okay. Dann muss ich den erst recht gucken. Aber nur 5 Sekunden. Danach kann ich ja ausmachen. Ja, geht auch. Ja. Hat er danach noch was geschrieben? Nö, gut. Nicht, dass ich hier irgendwelche Kommentare nicht lese und dann wieder der Doofe bin. Da gibt's auch einen Planet namens Doom. Ich weiß aber nicht, ob der was mit dem Doom zu tun hat, wovon du manchmal redest. Okay, was passiert da? Weiß ich nicht, Mord und Totschlag. Achso, ja, das kommt hin. Wobei es da hauptsächlich um Dämonen aus der Hölle geht, aber... Ja, das ist ein sehr düsterer Planet. Okay. Fruff. Fruff! Nicht wahr. Da müssen wir uns was überlegen hier, um das irgendwie auszutricksen hier. Aber ansonsten würde das alles gut funktionieren. Den ganzen Berg abbauen. Oh, wir wollen mal nicht übertreiben. Doch. Okay, los geht's. Hey, ihr wollt Gast sein? Dann kommt den Berg abbauen. Ja, da kriegst du ein bisschen aus nur ein Werkzeug und dann gib ihn. Arbeitsdienst, wenn man Gast sein will. Ja, musst du dir erst verdienen, das Grundstück, das Gastgrundstück. Ja. Und bist du fertig mit deiner Arbeit? Ja, ich habe mir das Gastgrundstück verdient. Ja, und dann war das auch schon wieder der Take für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal mit dem nächsten Gast. Ja. Nee, das wäre auch doof. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Drück mal Ö. Ö. Dann bist du ja bei den Quests, ne? Ja. Geh mal auf Quests. Und dann hast du oben links dieses Questline-Symbol. Ganz links oben. Mhm. Und dann ist da ganz oben Quests für Gäste. Hm. Gamma, Delta, Epsilon, Zeta, Eta, Theta, Iota, Kappa. Mhm. So, und da habe ich jetzt für die Gäste so ein bisschen... So, damit man als Gast ein bisschen leichter an Möbel und sowas rankommt anfangs und nicht ewig farmen muss. Ich glaube, das ist gar nicht schlecht. Sei gerüstet. Wichtige Dinge. Erzverarbeitung. Möbel. Cooking for Cocks. Nee, Cooking for Cook. Aktives Bad. Luxus. Strom ist gesund. Das ist geil, ne? Ja, Diamanten. Cooking for Cockheads. Party. Aber die besten Quests sind natürlich immer noch die Johnny Banana Quests, ne? Ja. Musik für Ohren, Bananen für Banana,
Der Tod ist überall. Pflanze einen Baum in Israel. The Beatles und Neil Sedaka. Beatles, töte ganz viele Käfer. Das wär's, ne? Töte John Lennon. Das ist gemein. Alter. Er schießt John F. Kennedy. Wie auch immer das zu machen sein soll. Custom NPCs. Ja, cooler wäre irgendwie, wenn wir das Weiße Haus nachbauen und dann musst du da eindringen und alle töten, dann auch Trump. Das wird auch eine Heldentat. Ja, und dann auf dem Dach eine Nordkorea-Flagge anbringen. Das irritiert mich jetzt, aber okay. Hast du Angst vor Raketen, Johnny? Ein bisschen. Flüsse in Berglandschaften irritieren mich. Flüsse in Flüsse irritieren mich. Oder habe ich jetzt schon wieder was verkackt? Ich könnte natürlich auch hier jetzt, also das ganz sein lassen, da baut man das wieder zu. Und man macht den Fluss hier außen rum. Also hier. Wenn du Schnee brauchst, ich habe jetzt ein bisschen Schnee eingesammelt. Och, dann bindet man das hier einfach an den an und gut ist, was weiß ich. Was ist denn da hinten? Dann? Wo muss ich dann lang? Ach, jetzt bin ich schon wieder zu weit raus, oder was? Aber ich komme sonst nicht an diesem Berg vorbei. Ist doch beschissen. Das wird eine große Stadt. Bigger than we ever could imagine. Alter, was bist du denn da oben? Ich bin an dem Berg vorbei. What the fuck? Das ist viel zu weit. Ich meine, man kann ja hier vielleicht ein großes Feld machen dann oder so. Wo so ein Bauer irgendwie so einen riesigen Acker hat. Ja. Warte mal, ich muss mal eben gucken. Hier kann ich schon wieder rum um die Ecke. Warum bist du denn nicht auf Höhe von dem See nach rechts gegangen? Nach Osten? Weil ich erstmal die oberste Höhe nur mache, damit ich erstmal die grobe Laufrichtung machen kann. Das verstehe ich nicht. Weil der ist ja passend auf 62 und die Höhen sind meistens höher als 62. Das heißt, meistens, die sind immer höher als 62 hier. Ich muss mal eben gucken, wie komme ich jetzt hier rum? Komme ich jetzt hier so seitlich rum, wenn ich jetzt hier diese Furchen nehme? Das kommt sowieso alles weg. Dann fahre ich hier unten lang, wollte ich gerade sagen.
Ich will nicht wissen, wie viel Dreck ich schon auf Tasche habe. Bestimmt 2. $8,700. Was war hier? So, und hier würde man dann auf den Fluss zukommen. So, jetzt bin ich beim Fluss. Hier kann ich jetzt anbinden, wo ich will. Ist eine Spinne. Ne, ist gar keine Spinne. Ich habe mich knapp vertan. Sieht eh nicht aus wie eine Spinne, ist aber tatsächlich ein Wolf. Okay. Black Dog ist das. Black Dog Down. Ist es gerade wieder Nacht? Mhm. Wie kann das sein, dass du das nicht mitkriegst, ob Nacht ist oder Tag? Journey Map. Ah. Wenn man die offen hat, dann sieht das halt nach Tag aus. Mhm. Ah, ja, dann, okay. Dann habe ich dieses Grillenzirpsen gehört und denk so, lol. Warum sind wir eigentlich immer so viele Viecher, die mich tot sehen wollen? Das weiß ich nicht. Wobei andererseits, wer will mich nicht alles tot sehen? Warum kommt mir die jetzt wieder... Alter, warum sind hier so viele Creeper? Die haben doch alle Creeper. Aber jetzt bin ich so langsam wieder richtig hier. Jetzt gehe ich einfach gleich geradezu auf dieses Flussding. Relativ. Nicht ganz gerade. Das sieht das nachher scheiße aus. Ungefähr. Oh nein, Wasser! Das kommt mir leise vor. Ich weiß nicht, ich muss da mal ein bisschen rumtricksen später. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich hab doch keine Ahnung, ich bin doch bloß so ein blöder, komischer Mann. Vielleicht auch eine Frau. Oh, was habe ich denn hier gefunden? Salz. Das sieht aus wie Sand, aber es ist Salz. Ach, damit mache ich die Dings kaputt. So, jetzt gehe ich da gerade drauf zu. Mach mal ein bisschen nach da. Ist ein bisschen gewunden. So, und dann kommen wir in diese Höhe hier. Oh, in dieser Höhe ist das dann.
So, den Rest, den mache ich dann später. Oder? Ne, muss ich ja jetzt machen. Verdammt! Damn, son! Ist das ein Block tiefer? Das gibt's doch nicht. Die muss doch... Ja, doch. Kommt hin. Das ist richtig. Soll ich Tater mit auf dem Discord tun? Wollen wir in deinen Channel gehen? Können wir machen, ja. Wäre, glaube ich, ein bisschen komisch, wenn ich den, wenn wir jetzt hier am Labern sind und der dann da... Jo. Da. Hallo. 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 Ich mache mir jetzt Licht an, weil es ist dunkel. So, jetzt ist es nicht mehr dunkel. Wir bauen die normannische Stadt aus. Bei Notre Dame. Ah, okay. Cool. Wir verbinden quasi das von Notre Dame mit der fertigen Stadt, die da schon rumstand. Mal gucken, wie das so funktioniert. Wir haben jetzt eigentlich erstmal mit dem Fluss angefangen, weil wir einen Fluss haben wollten, der das so abgrenzt, aber das ist schon Arbeit genug. Ja, das glaube ich. Das habt ihr aber bei der japanischen Stadt auch gemacht, oder? Ja, da haben wir halt so eine Mauer drumherum getan. Ne? Naja. Ich habe mich schon gewundert, ich bin irgendwann zu Bailey und auf einmal ist so eine Mauer und ich dachte so, hä? Ja, das wollte ich die ganze Zeit schon und dann haben Johnny und ich uns mal zusammengetan. Ja. Genau. Habe ich das damals alles zugebaut hier mit Dreck? Nur, dass das jetzt wieder aufgesammelt wird hier. Gibt's ja wohl nicht. Ganz schön blöd jetzt vorne. Ja. Echt. Vor allem das alles auf eine Höhe zu bringen. Eine Schaufel rausholen hier jetzt. Ich fange mal doch auf der anderen Seite an. Hier ist scheiße. Hier ist scheiße. So. Hier ist der Bergbau. Ja, ich glaube, das war eine gute Entscheidung, um den Berg rumzugehen, auch wenn das jetzt viel, viel größer wurde als gedacht. Aber, das hätte nicht ausgesehen. Bin ich der Meinung. Ja, ich glaube auch, dass das die richtige Entscheidung war. So, erstmal ein bisschen Shit nach Hause schicken, so.